aber mal putzen. Das heißt, dann habe ich seine Finger. So, gut, jetzt ab. Alles wieder okay. Prost. Schaut aus wie hingekackt und hingeschissen. Schau mal, das ist ganz braun da drin. Es geht nie mehr raus. Niemals Schwedenbomben in die Sonne legen. Machst du wieder? Also das ist jetzt ein Tipp für alle. Niemals Schwedenbomben in die Sonne legen. Es ist alles wieder okay, es passt schon wieder. Na gut, super. Wer als erster aufmacht, verliert. Das Spiel geht aber nur, wenn es draußen mindestens 25 Grad hat. Schon 4 Kilometer so. Es ist heißer, wenn ein Pizza hoch. Wer aufmacht, verliert. Außer wenn wir aussteigen und wir im Büro sind. Dann ist unentschieden. Ja. Oh, die Augen dann weh. Ich darf gar nicht meinen, weil da die Schläfen anschwellen. Bei der Hitze. Und mein hinniger Fuß erst. Da geht ja. Nie wieder aus dem Schuh raus. Klumpi bleibt so wie es ist. Das, der kühlste See kann das nicht mehr lindern. Ich fahre halt weiter heim, wenn es vielleicht heiß. Die Audis mag ja der Herbie nicht so besonders. Nein, den fahre ich rein. So fährst du eigentlich so? Drum. Und so fährst du halt rum? Ja. Das ist vom letzten Audi. Ja. Also aufpassen. Aufpassen. Na. Ich glaube, ein Campingbus könnte nicht so heiß werden. Man darf sich einfach nicht bewegen. Nur nicht bewegen ist der beste Schmied bei dem Spiel. Der Herbie macht das ganz falsch. Das war dann der Hitzekoller. Aber ins Büro schaffen wir es noch. Hitzezilk. Madison in Mexico. Mexiko ist auch ziemlich heiß. So, weit ist es jetzt nicht mehr. Gut, die Kamera bald nicht mehr halten, weil das Metall ist ziemlich heiß schon.
Aber das geht noch. Das hält man nur durch. Wenn uns jetzt die Polizei aufhalten darf, dann wäre das Fenster runtergekurbelt müssen, hätte der Polizist einen Hitzekoller. Eine Verpuffung, ich glaube eine Verpuffung wieder. Seid froh, dass wir noch kein Wärmefernsehen haben. So, jetzt haben wir es gleich überstanden. Aber so schlimm war es eigentlich gar nicht. Nein. Ich hab noch kein Hals wie diesmal. Nein, diesmal sind wir besser drauf. Und aus. Jetzt sind wir gespannt, wie das Gefühl ist, wenn wir aussteigen. War geil. Und? Geil. Komm mit. Oh. Unentschieden.